finde, das ist eine ganz coole Idee. So, aber wir können mal eben unten gucken, wie der, wie die unsere neue Wohnung aussieht. Okay. So, dann müssen wir jetzt mal umbauen. Ah, ich wollte ja, dass das alles so böse aussieht. Guck mal, ich habe dann geplant den Eingang hier, also. Und zwar hier, wo der Pillar ist, soll ein kleineres schwarzes Tor sein mit einer Zugbrücke, sodass man auf diese Höhe hier die nicht Zugbrücke, sondern das Tor hochzieht. Und dann geht es hier rein, irgendwie ein Fünferweg Breite. Und das soll so ein bisschen aussehen wie ein Friedhof mit einem Blutsee und Schädeln. Und die Friedhöfe von Coral Tombstone machen halt diesen Nebel. Und ich glaube, das dürfte richtig nice aussehen. Irgendwie so. Und dass das dann hier in den Berg reingeht. Und hier im Berg wollte ich dann ein großes Tor mit Create machen, was sich öffnet. Und dann geht's gerade durch zu dem Fahrstuhl, wo man dann in die eigentliche Base runterfährt. Also, dass das hier eher aussieht wie ein Grab oder ein riesiger Tempel, der verschüttet worden ist. Geile Idee. Mycelium. Gravel. Und ja, irgendwie so. Und dann wollte ich hier noch eine Mauer drum bauen, die dann an die Türme rangeht auf beiden Seiten. Dann hast du hier halt das in der Mitte. Und damit das so der absolute komische Stil ist, soll es dann hier draußen. Hi. Hier draußen dann. Der Weg da hinten hin zum Anschluss und hier wollte ich irgendwie so eine Art Hafen bauen. Mal gucken. Aber das ist alles so, der Weg dahin soll echt hübsch sein und gespickt sein mit den Cherry Trees. Und hier oben auf dem Berg ist ja auch alles voll mit Cherry Trees. Dass das so ist, du kommst in die Welt des Bösen und außen ist alles glücklich und happy. Und unten in unserer Base dann dasselbe. Da unten ist auch alles mit Bienen, schön weiß und ja. Aber dann könnte man da auch mit dem Mycelium diese riesigen Pilze hinsetzen. Das ist echt cool. So. El Momento.
Ich habe vielleicht noch eine andere Idee. Was wäre, mit einem, mit einem Schädel als Eingang. Da müsste ich nur gucken, wie ich das gut bauen kann. Aber irgendwie ein, Alter. Also, ich meine hier mit dem Totenkopf-Eingang. Sowas in der Art. Dann vielleicht auch mit der Krone, aber das geht halt direkt in den Berg rein. Ein bisschen kleiner alles. Und dann hier aus den, das dann aber irgendwie in Schwarztönen gehalten. Und dann machen man hier irgendwas mit Rot rein und lässt hier Blut einfach rauslaufen von, wie heißt das gleich noch, von Blood Magic. Ja, ich weiß nicht. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Aber Lava wäre auch eine coole Idee. Ja, genau. Blut und Lava als laufende Träne. Dann würde ich Lava im Hintergrund setzen. Dann eine Scheibe. Und dann Blut davor. Irgendwie so. Aber das dann als Eingang. So dass man, wenn man hier vorm Tor steht, die Augen noch sehen kann. Und dann läuft man drauf zu und läuft dann in die Basis hinein durch den, durch die ausgeschlagenen Zähne oder sowas. Und dann fährt man Fahrstuhl runter. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Also als erstes würde ich erstmal sagen, erstmal die Basis nach unten bauen und dann bauen wir den Schädel und passen die Türme dann daran an, die Position so gesehen. Weil den Turm hatte ich eigentlich die Idee, ja, einfach einzusetzen. Das ist alles cool. Das ist eine coole Idee. Oh. Ja, das ist... Warte.
Ich save mir das hier mal als Template. Minecraft. Dark Tower. Lord of the Rings. Ja, da weiß ich nur noch nicht. Die sehen alle so übertrieben aus. Hier, guck mal, wenn man dann diesen oberen Teil hier nimmt. Und dann hier oben in der Spitze, anstatt das Auge, da dann natürlich die Blöcke austauschen. Aber statt hier oben das Auge, kommt dann hier der Agrikultur-Teil hin. Und das müsste eigentlich dann auch so groß sein, dass ich da drinne die Farmen bauen kann. Dann hat man so gesehen ein grünes Haus. Ja. Aber da muss ich mal gucken, wie das am besten klappt. Ja. Nee, aber das ist schon eine sehr gute Idee. Ja. Oh, ich glaube, der Server leckt wieder. Oh, Kacke. Ich habe was verkackt. Ja, ich weiß nicht, kriegt man sowas hin? Oh, Moment. Ja, ich, kann ich irgendwas voiden? Kann ich Licht voiden?
Ha, bis jetzt nichts gefunden, wo ich sagen würde, damit könnte Licht gegessen werden. Weißt, was aber auch noch interessant ist? Vielleicht mit wie heißt das noch? Nee, nicht mit Black Light. Black Rock wohl auch nicht. Vielleicht kann man ja mit Bedrock arbeiten. Weil ich weiß nicht, wenn man hier Voidscape gibt es ja diese Voidic Crystal Pickaxe. Ob man damit das hier abbauen kann? Okay, ich weiß, was ich mache. Wir brauchen ein bisschen mehr Dirt.
Okay, dann müssen wir mal Obsidian suchen. Oh Gott. So, ich frage mich, wie viel
Cobblestone ich noch habe. Die gehen ja ziemlich schnell. String, wie kann ich die denn? Read und Resin. Read und Resin. Sikibi, top.
So, machen wir erstmal Vorbereitung für morgen, so dass wir ein bisschen was bekommen.
So. Oh.
Gott, jetzt wird's kompliziert. Wow, ich habe kein Crafting-Rezept für Sticks. Was soll denn das? So. So, das haben wir mit Insert, weil wir hier Glas rausholen. Und hier haben wir Insert, aber nur Honey. Und hier machen wir Create, Create, Extract, Create, Insert. Hier ist Honey geblacklisted. Okay. Thank you.
So, und dann machen wir hier weiter. Hier.
So. Dann haben wir jetzt ein bisschen Ressourcengeneration. Da haben wir uns hier erstmal so ein paar Grundressourcen geholt. Gott. Cobweb. Oh Gott, brauche ich da viel. Thank you.
So, jetzt habe ich keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Hilfe.
So, ich glaube, ich würde mal sagen, ich mache mal Feierabend. Ich bin ein wenig durch. Dafür machen wir morgen ein wenig länger, denke ich mal. Aber da mal gucken. Aber morgen werden wir uns, werde ich auch früher anfangen, definitiv. Und dann sollte hier einiges abgebaut sein. Und wir gucken dann uns unten die Base richtig an und bauen die dann auch mal so, dass wir da nach und nach mal unsere Sachen reinbauen können. Und ja, ich wünsche auch einen schönen Abend und gute Nacht und danke, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns morgen. Ich denke mal, ich werde so gegen 14, 15 Uhr online kommen. Und ja, da werden wir dann mal mit dem Base-Building richtig beginnen und dann können wir dann auch mal richtig durchziehen. Und ja, also gute Nacht und bis morgen. Danke fürs Dabeisein. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.